von diesen merkwürdigen Steinaltären im Hochland gehört. Vielleicht hat Professor Shah davon gesprochen. Wunderschöne Konstellation. Ich weiß zwar nicht, ob es wert ist, dafür an einer Erkältung zu sterben, aber sie sind schön. Revelio. Schön. Die perfekte Nacht für... Oh, hallo. Amit, wo sollte das Teleskop nochmal sein? Im Lagerraum unter dem Oberdeck. Halte auf der Aussichtsplattform nach der kleineren Treppe Ausschau. Vielen Dank. Aber gerne. Komm schnell zurück, wenn du es hast. Oh. Hier. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man... Stellt euch mal vor, man muss so nachts in den Unterricht zum Sterne anschauen. This would be my dream. Hey. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomiegenie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Sag bloß. Und ich soll dir dabei helfen. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen. Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Jo. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Ja. Ich vermisse Sebastian. Was sind die Aufgaben mit ihm? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Ja. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Wovor hast du denn Angst? Irgendwie unheilvoll. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Eine. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Revelio. Halt, stopp. Aha. Eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Badewanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Jetzt, mein lieber Gamer, stellt euch vor, das gibt's in echt. Ich würde sie auch jagen. Contringo! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Oh nein, nicht so nah bei der Schule, Amit. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal.
Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Lol, was? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ah. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Toll. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Koboldogak. Koboldogak. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Sebastian? Wo kommt meine Nachricht von Sebastian? Was soll der Scheiß? Nati! Was haben Sie jetzt vor? Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Sebastian! Aber wenn wir jetzt schon hier sind, dann mache ich halt erstmal die Aufgabe mit Nati. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Mein Mann! Was tue ich nur? Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bicke. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bicke. Wer hat Ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich bin sicher, Ihrem Sohn geht's gut. Er muss hier irgendwo sein. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Archie war mit seinem Vater zu Hause, während ich weg war. Seine Tasche ist nicht da. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend, wie er es immer tut. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. In welche Richtung könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Oh. Er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Warum sollte Harlow ihren Mann töten wollen? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke.
tue ich nur? Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Bickel. Wir bringen Archie zurück. Na, hoffentlich, ne? Oh, wieso musste er diesen schrecklichen Mann reizen? Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickel. Er hatte dasselbe getan wie wir, Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Da sind Spinnies. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du ihr gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickel erwähnt hat. Archie? Archie Bickel? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Das kann ich doch am besten. Revelio, da! Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er vermutlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Girl, renn schneller. Kampfbereit. Nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Sehen wir uns mal um. Wow, 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 wow. Revelio. Hier, was ist das? Archies Tasche. Warum ließ er die zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat, hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater tötete. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Hier gibt's viele Giftpilze auf jeden Fall. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Ich lieb's, wie wir die ganze Zeit die Bösewichte hier aus dem Weg gehen. Was war da für ein... Oh, Hallöchen. Testrale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch.
Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter sowas erlebt hast. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wär's erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Ich... Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Gott, der hat mich gerade erschreckt. Ach, Halli, hallo. Es war ein Fehler hierher. Die nehme ich gerade auf den Arm. Oh, tat es weh. Na, tut es weh? Tut es weh? Ist das alles, was wir heutzutage in der Schule lernen? Unter anderem das und das und das und das. Hat ja, er war schon tot. Also so groß ist. Das macht alles etwas komplizierter. Ja. Perfekt. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Er ist noch ein Kind. Lassen wir ihn frei. Sowas könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was machen die denn für einen Krach? Weird. Bist du paranoid, oder? Und schlafen. Nö, nö. Hier ist niemand. Hörst du das? Was ist denn los?
ist das? Vielleicht sehe ich mal. Du wirst dir wünschen. Du machst eine kleine Pause. Das wirst du noch verraten. Hoppla. Natti, ey, du krasse. Kleinen Moment noch, wir müssen looten. Ist so ein bisschen. Aber gleich bin ich für sie da, auf jeden Fall. Bitte, hilf mir doch. Archie, Archie Bickel. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das aufkriegen. Alohomora. Na? Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Ich konnte gerade irgendwie nicht weggehen. So, da haben sie ihren Sohn wieder. Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. Ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes könnten in Gefahr sein? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Jo. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Das mit ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickel. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickel. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Genau, Natti. Ich will mehr über Mr. Bickels Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Sebastian! Sebastian, ich bin auf dem Weg zu dir. So. Ihr Handbuch ist ja wirklich krass. Ja, endlich. Du bist hier. Klasse. Hey. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert, aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Okay, jetzt klappt's. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet, auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt.
Verdammter Poltergeist! Ach, diese Nervensäge! Ich habe keine Maske mehr an, ja. Gut. Cute. Oh. Da ist er. Viel Glück. Danke. Ominous. Was machst du hier? Mit dir reden? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über den Gründer unseres Hauses, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was mit ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Yeah! Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Der mir gesagt hat, was ich hören muss. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Steht da was drauf? Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Hoffe ich auch. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Eine verschlossene Tür. Hier sollte man sie sehen. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinen Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein.
Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. So. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt, unheimlich. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Könnten doch nur alle Slytherins mit Schlangen reden. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Nö. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es klappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Sebastian, kein Grund, eifersüchtig zu sein. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Hier ist Konzentration gefragt. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Revelio. Okay, hier leuchtet sehr viel. Etwas Licht, bitte. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden, hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hier hindurch schaffen. Noctua Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Lumos. Das ist ein bisschen kaputt, aber Noch ein Tor. Slytherin trägt wohl keine Sprüche. Das muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden. Das verbessert unsere Lage nicht. Was? Du klingst überrascht. Okay, ich Wir sind in einem Labyrinth von Salazar Slytherin. Oh. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor. Lumos. Aber du warst schneller. Gute Arbeit. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt.
Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter.